Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, den hatten wir schon mal besichtigt. Das ist der Jumanji Wildlife Zoo von Jessica und Fabi. Und ich erinnere mich noch sehr gut an den Zoo. Der war nämlich richtig, richtig gut. Allerdings war, glaube ich, nur der North America Bereich so ziemlich fertig. Und die anderen Bereiche waren noch teilweise komplett unfertig, teilweise schon angefangen. Und war auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ihr habt das Ganze nochmal weitergebaut und mir nochmal eingesendet. Und ich freue mich heute schon auf den Zoobesuch. Aber ihr schreibt natürlich auch noch eine kurze E-Mail dazu. Nämlich schreibt ihr beiden: Lieber Dandy, Anbei der Safe vom 12.01. Wie bereits gesagt, hat sich im Zoo viel geändert. Du kannst die Gebiete jeweils im Rundgang erkunden oder per Zug. Jedes der Gebiete hat einen eigenen Bahnhof und Zentrum. Die Gebiete sind miteinander ansonsten nicht verbunden und nur über das Zentrum fußläufig erreichbar. Also Amerika ist zu 90% fertig, Detailarbeit noch zu erledigen. Hier haben sich hauptsächlich die beiden Höhlen im Berg geändert. Das Reptilienhaus ist neu und ebenfalls zu 90% fertig. Bitte erst ab 21 Uhr besichtigen wegen der Lichtstimmung, da unterirdisch dunkel geht ja in Planet Zoo trotz unterirdisch nicht. Asien ist zu ca. 80% fertig. Hier muss noch der indische Gehegebereich Tiger-Elefant verschönert werden. Und insbesondere der Himalaya, der leider noch ohne Schnee ist. Das Affenhaus ist fertig, ebenfalls 90% mit den fehlenden Arten. Afrika ist zu 50% fertig, allerdings kämpfe ich mit der Performance derzeit mit dem Löwengehege und dem Little Victoria See, das eine Safari, Seefahrt und Seefahrt beinhalten soll, sowie die restlichen Tierarten aus Afrika. Mal sehen, ob das noch realisierbar ist. Liebe Grüße, Jesse und Fabi. Vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Ich bin gleich sehr gespannt, wie viel Performance oder wie viele FPS ich haben werde. Weil wenn man das Ganze aufnimmt, ist das ja natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, weil der PC dann ja doppelt belastet wird. Ich meine, ich habe keinen schlechten PC, ich habe aber auch jetzt nicht den krassesten PC. Ich würde sagen, ich starte jetzt mal in euren Zoo und dann schauen wir mal, wie das performance-technisch aussieht. Und da sind wir auch schon im Jumanji Wildlife Zoo angekommen. Und ich muss zu euch sagen, ich habe schon ein bisschen was gesehen von oben. Weil die FPS waren wirklich ganz, ganz schlimm. Der Zoo ist schon riesig und mit so viel Liebe zum Detail gebaut worden. Deswegen kann das Spiel das von der Performance einfach nicht mehr hinbekommen. Ich habe auch ganz viel ausprobiert. Grafik-Settings, Treiber aktualisiert, Einstellungen und so weiter und so fort. Hat alles nichts geholfen. Jetzt ist letztendlich meine Lösung, dass wir Bereich für Bereich immer erkunden werden. Jetzt werden wir zum Beispiel den Eingangsbereich erst machen, dann Nordamerika. Und die anderen Bereiche habe ich sozusagen gelöscht, damit wir ein bisschen bessere Performance haben. Und das werden wir dann, jeden Bereich nacheinander so ein bisschen besichtigen. Für euch sollte da sich nicht dann viel ändern. Für mich ist es halt immer, dass ich einen Schnitt mache und dann den Bereich wieder vorbereite und sowas. Aber davon kriegt ihr gar nicht viel mit. Und wir gehen jetzt hier direkt rein, weil ich will gar nicht so viel Zeit verlieren, weil der Zoo ist wirklich riesig. Er ist wirklich richtig, richtig groß. Das ist richtig krass. Oh, guck mal. Hier oben ist sogar ein Flugzeug. Wie cool. Ah, ihr habt so viel Liebe zum Detail hier reingesteckt, Jesse und Fabi. Finde ich so cool. Beim letzten Mal sind wir, glaube ich, rechts lang gegangen. Jetzt gehen wir mal hier lang. Achtung, lebendes Tier. Guck mal, das ist alles so kleine Sachen. Die sind so toll. Jetzt kann ich auch so, wie viele Sachen besteht denn sowas? 275 Objekte. Eieiei. Sowas aus dem Workshop? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr das aus dem Workshop habt. Kann aber auch sein, dass ihr es selber gebaut habt. Das ist aber cool, ne? Coole Idee. So, und wenn es hier ab und zu mal ruckelt, wie es jetzt gerade der Fall war, tut es mir wirklich leid. Kann ich leider nicht ändern. Sind dann immer so Laderuckler, wenn ich irgendwie in einen neuen Bereich komme. Ist auf jeden Fall ein schöner Springbrunnen. Ich glaube, hier war vorher auch schon ein Springbrunnen. Aber der hat sich ein bisschen geändert von der Form, kann das sein? Ich glaube schon. Das hier hat sich auch alles geändert, der Plaza. Diese ganzen abstrakten Skulpturen oder wie man das nennt, diese ganzen Formen, die sind, glaube ich, neu. Sieht aber sehr cool aus. Oh, guck mal da oben. Der Flamingo. Der ist auch neu. Der war vorher, glaube ich, auch anders. Der war vorher mehr so 2D. Jetzt ist er richtig so 3D. Richtig cool. Tolle Idee. Wir gehen, wie gesagt, jetzt mal. Das haben wir ja alle schon gesehen. Falls ihr das nochmal ein bisschen genauer sehen wollt, könnt ihr euch ja das erste Jumanji-Video angucken. So, gehen wir mal hier runter zum Flamingo-Gehege. Oh, das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen geändert. Hier sind auch ein paar mehr Details. Beim Flamingo-Haus hat sich an sich so nicht geändert. Aber dieser Eingangsbereich ist auch wunderschön, ne? Mit diesen Blumenkränzen und der in Herzform so ein bisschen.
Ah, das sieht schon toll aus. Nice. Gehen wir mal rein. Oh, und da sind schon die ersten Flamingos. Ich finde es ja wirklich schade, muss ich sagen, dass Planet Zoo so eine schlechte Performance hat und so schnell einknickt. Finde ich sehr, sehr traurig. Und dass man da auch nichts mehr verbessern kann mit Einstellungen oder so. Das ist auch neu hier, der Schwan. Finde ich sehr, sehr traurig. Ich glaube, es macht halt wirklich Sinn, nicht so einen großen Zoo zu bauen, der alle Bereiche beinhaltet, sondern zum Beispiel nur ein Asia-Zoo oder nur ein Nordamerika-Zoo und so weiter und so fort. Also ich glaube, es macht wirklich mehr Sinn, dass man eher kleine Zoos baut und dafür mehr Liebe zum Detail reinsteckt und mehrere Zoos dann baut, als einen richtig großen, weil man dann einfach irgendwann Probleme kriegt und dann, ja, hat man im Endeffekt gar nichts mehr von dem Zoo. Das ist echt traurig, ne? Weil man kann ihn jetzt gar nicht mehr richtig besichtigen, weil man einfach so schlechte Performance hat. Ich finde das aber auch toll, dass ihr überall hier Musik reingemacht habt. Haben sich aber schon ein paar Dinge geändert, ne? Diese ganzen Sachen sind hier, glaube ich, auch neu. Ich habe ja, wie gesagt, auch nicht das beste Gedächtnis, aber so ein bisschen erinnere ich mich noch an euren Zoo. Gehen wir nochmal kurz hier hinten lang, auf der anderen Seite. Ja, das mit dem Blumenwagen, das war ja letztes Mal schon. Das hier ist, glaube ich, auch neu alles. Da sind einige neue Sachen schon zu sehen. Richtig cool. Aber ich will mich auf jeden Fall ein bisschen beeilen, weil der Zoo ist riesig. Deswegen gehen wir jetzt weiter in diese Halle. Wobei, wir können uns den Vorplatz nochmal eben... Wartet mal. Gucken uns den mal eben einmal von oben an, würde ich sagen. Vielleicht sehen wir da nochmal ein paar Details, die wir jetzt... Details. Ich sag das irgendwie immer mit L. Es tut mir wirklich leid. Ich versuche es mir momentan abzugewöhnen. Aber irgendwie klingt es mit L für mich besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht schon schön aus, ne? Der war letztes Mal noch ein bisschen mehr Rohbaumäßig, ne? Also diese ganzen Deko-Elemente, die waren vorher nicht. Sieht aber sehr cool und interessant aus. Toll gemacht. So, jetzt seht ihr übrigens mal von oben die Baustelle hier. Hier war mal ein ganz schöner Bereich. Ganz Affenhaus und so. Habe ich halt alles abgeholzt. Alles abgerissen. Das ist schon echt krass. Falls da mal irgendwie im Hintergrund das ein bisschen kahl aussieht. Normalerweise würde hier ganz viel im Hintergrund sein. Seid mir da nicht böse. Es geht leider nicht anders. Ihr seht ja, wie schlecht die Performance jetzt immer noch ist teilweise. Sie hat übrigens sogar, oder ihr beide habt von oben auch immer alles so beschildert. Finde ich mega cool. Aber wir gucken uns nachher auch nochmal den gesamten Zoo von oben an. Da müssen wir mal gucken, wie das mit der Performance aussieht. Also richtig schöner Eingangsbereich. Gefällt mir. Sehr toll. Jetzt gehen wir mal in euer großes Eingangshaus. Diese Ladelecks, ey. Das ist wirklich schlimm. Ich finde das richtig traurig, weil ihr habt da so viel Arbeit reingesteckt. So viele Stunden. Und jetzt kann man das nicht mal mehr richtig spielen, den Zoo. Das ist wirklich richtig, richtig traurig. Aber es ist richtig toll geworden. Also, es ist auf jeden Fall mit Abstand einer der besten Zoos, wenn nicht sogar der beste. Wir hatten ja schon viele sehr, sehr gute Zoos. Euer gehört auf jeden Fall dazu. So viel kann ich schon mal sagen. Oh, hier ist sogar was auf dem Boden. Exit. Oh, der Eingangsbereich hier, also dieses Eingangsgebäude, hat sich jetzt erstmal vom ersten Eindruck auch nicht groß geändert. Wobei, ist dieses Glashaus hier neu? Ich glaube schon, oder? War hier vorher nochmal so ein... Oh, entschuldigt, ich habe kurz einen Schluck getrunken. Hier so ein Glashaus, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß aber noch, dass hier ein Fehler war. Mal sehen, ob ihr den behoben habt. Oh, tatsächlich. Okay. Hier war, glaube ich, ein Loch im Boden. Da habt ihr jetzt ein richtig cooles Waschbecken hingemacht und so ein Spiegel. Oh mein Gott. Guck mal. Paper und so ein Seifenspender. Oh, so viel Liebe zum Detail. Das ist echt wundervoll, dass ihr... so viel Arbeit in so eine kleine Ecke steckt. Mega nice. Gefällt mir. So, schauen wir uns nochmal das Häuschen hier so ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob dieses Glashaus davor war. Das hier, ich glaube nicht, oder? Hm. Also an das hier kann ich mich alles erinnern soweit. Diese Bar auch. Flackert sogar noch ein bisschen. Afrika. Reptilen. Ah, lol. Oh, wie coole Idee. Die Buchstaben sind hier noch nicht angebracht. Reptilien. Boah, das ist ja eine coole Idee. Aber es gibt zwei Ns. Ein N zu viel. Wir bauen für sie. Sehr, sehr coole Idee. Ideenwerkstatt. Ah, hier sind noch einige Sachen, die ihr geplant hattet, die ihr wahrscheinlich jetzt aus Performancegründen nicht mehr machen könnt. Wie traurig. Ja, das gucken wir uns ja auch noch später an. Hier ist auch so viele coole Sachen. Allein schon dieser Kran. Diese Baustelle und so gucken wir jetzt alles später an, weil ich halt hier richtig viel abgerissen habe im Hintergrund. Vielleicht sieht das halt alles ziemlich doof aus, aber es ging leider nicht anders. Tut mir echt leid. So. Ja, gehen wir mal nach Nordamerika. Bin sehr gespannt,
Lol. Was war das für ein Tag-Nacht-Wechsel? Alles klar. Okay, hier geht's rein durch diese coolen Drehtore. Und ich glaube, hier ist das letzte Mal auch ein Baum geschwebt, kann das sein? Das habt ihr auf jeden Fall auch alles behoben und ein bisschen mehr ausgeschmückt. Finde ich cool. Das ist nochmal das Flugzeug. Ist auch eine coole Idee mit dem Flugzeug. So, ab nach Nordamerika. Ja, dieser Eingangsbereich ist ja auch mega cool, ne? Mit diesem richtig coolen... Was ist das hier? Ein Hirsch? Geh mal davon aus, oder? Hirsch, Elch. Gibt es Elche in Nordamerika? Ist das nicht eher so schwedisch? Nordeuropa? Keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall wieder rechts lang, wo wir letztes Mal auch lang gegangen sind. Ich hoffe, ich sehe alle Sachen, die neu sind und übersehe nichts. Oh mein Gott. Er ist, glaube ich, neu, oder? Oder habe ich den beim letzten Mal übersehen? Immer eine richtig coole Wolfsskulptur. Boah, 1000 Objekte. Oh mein Gott. Kein Wunder, dass euer Zoo ruckelt. Ich lösche mal das Schild. Das ist einfach nur von oben die Beschilderung. Mach ich mal weg. Oh, im Hintergrund sieht man schon so coole Wasserfälle. Das ist halt mega nice. Das geht halt alles so ein bisschen verloren, dadurch, dass ich die Bereiche gelöscht habe. Im Hintergrund sieht man dann viele Sachen halt leider nicht mehr. Ansonsten sehe ich jetzt hier gar nichts Neues. Ich glaube, das hat sich hier nicht so groß geändert. Und sind Wölfe. Schön, dass ich kenne mich hier ja schon aus. Das haben wir ja schon mal besichtigt. Ist die Höhle größer geworden? Weiß es gar nicht. Kann gut sein. Oh, das Haus hier ist neu, oder? Das sind Mitarbeitereinrichtungen, so wie es aussieht. Im richtig coolen Holzlook. Nicht schlecht. So, wir gehen mal weiter. Die Tafel hier ist, glaube ich, auch neu. Der Laderuckler. Das ist wirklich, wirklich schade. Die schöne Beschilderung hier. Den Spielplatz und so, das kennen wir auch schon. Hier, diese ganzen Schrankensysteme sind auch neu. Finde ich aber auch eine coole Idee. Dadurch wirkt das nochmal so ein bisschen, ja, abgeschotteter für die Besucher. Finde ich nice. Wir gehen erstmal nach rechts, würde ich sagen, zu den Alligators. Hier geht es nicht lang, hier ist Mitarbeiter. Wir gehen hier über die Brücke in das Crocodile rein. Ist nice. Ganz schön mit diesen Sounds im Hintergrund. Ach, ich liebe es. Auch cool hier mit dem Nebel. Ich glaube, das war vorher auch nicht. Auf jeden Fall eine tolle Änderung. Schöne Musik. Aber wie viel Arbeit das sein muss, hier ein Geländer lang zu legen. Das ist auch nochmal ein Krokodilskopf. Cool. Kann man hier schon Krokodile sehen? Gar nicht drauf geachtet. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist hier das Krokodilsgehege. Ach, hier geht es jetzt schon... Ah, ich erinnere mich. Stimmt. Hier geht es jetzt erstmal zu dieser schönen Viewing Gallery. Ich hoffe, es sind keine Tiere gestorben in der Zeit, wo ich jetzt abgerissen habe vorhin. Das Schild auf jeden Fall ein Leistenkrokodil. Tolle Tiere, ne? Ist aber noch ein sehr, sehr kleines. Ich glaube, die können noch viel, viel größer werden. Ihr seht das schon mit den Schatten, wie die flackern, ne? Weil ich die Grafik-Settings runtergemacht habe. Ja, kann man leider nicht ändern. Sieht aber ja nicht scheiße aus. Geht noch voll klar. Auch nochmal eine schöne Tafel. Alligator. Gibt es diese Schilder fertig? Ah, tatsächlich. Okay, das wusste ich gar nicht. Weg. So. Auch das hier eben weg, das Menü. Und das. So. Jetzt geht's weiter. Ich finde es auch schön, dass ihr überall diesen Nebel eingebaut habt. Sehr atmosphärisch. Und jetzt sind wir in der Underwater Viewing Gallery. Vielleicht sehen wir hier was schwimmen. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, was gesehen. Da! Mach das hier. Das Schild da so... Oh, Entschuldigung. Das Schild da so halb aus dem Wasser, das Krokodil. Aber es ist richtig cool. Man kann die halt wirklich auch von unten sehen, wenn die hier oben rüber schwimmen. Was leider gerade nicht der Fall ist. Ja, finde ich schon beeindruckend. Ich weiß immer noch nicht, wie man sowas baut. So eine Underwater Viewing Gallery. Also, dass man komplett unter Wasser ist. Finde ich mega cool. Wie geht's denn hier hin? Ach, hier geht's wieder zurück. Hä? Gab's hier nicht noch gerade eine andere Abzweigung? Achso, das war der Mitarbeiterweg. Hm. Gehen wir mal wieder zurück. Und gehen mal weiter. Ab zur Bootstour, würde ich sagen. Sumpftour. Weiß gar nicht, fahren wir die nochmal? Ja, warum nicht, ne? Ich glaube, das hier hat sich auch geändert. Hier sind noch so ein paar
kleine Detailarbeiten reingeflossen. Auch hier, ne? Mit Waschbecken und so. Nochmal mehr ausgeschmückt. Das ist schon cool, ne? Richtig cooler Zoo. Ich hatte ja schon mal einen Zoo mit dem Titel Der beste Zoo. Aber das kann man halt gar nicht so genau sagen. Es gibt, also der hier ist auch auf jeden Fall, zählt er zu den Besten. Sich jetzt für einen zu entscheiden, das geht, glaube ich, gar nicht. Hier sind die Bisons. Hier im Hintergrund, ich glaube, hier habe ich auch relativ viel abgerissen an Deko. Ich weiß es aber gerade nicht. Kann gut sein, dass ich das war. Oder es ist noch unfertig. Kann beides sein. Da ist das Boot und der Wasserfall, das kennen wir ja auch schon. Aber ich glaube, da ist der Wasserfall größer geworden. War der hier rechts sonst auch schon? Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Da hinten auch die Brücke und sowas. Wieder ein schwebendes Schild. Mach ich mal weg. Aber diese Zelte da hinten sind auch neu. Da gehe ich mal kurz hin. Lass mich mal rein hier. So. Also Bisons. Nicht kaputt machen, bitte. Ah. Ich glaube, hier ist auch leider noch ein bisschen unfertig. Sieht zumindest so aus. Aber hier wurde dann schon mal sich daran getraut, so ein paar Zelte zu bauen. Hier flackert es leider so ein bisschen. Das liegt, glaube ich, echt an meinen Grafik-Settings. Scheint irgendwas verbuggt zu sein. Sorry dafür. Ja, man sieht aber schon die Ansätze, ne? Ist halt echt schade, dass die Performance euch dazu zwingt, nicht mehr weiterzubauen. War auch eine coole Idee, so einen Brunnen zu bauen. Und der ist sogar mit relativ wenig Teilen gebaut. 6 Objekte nur. Das ist nice. Nicht schlecht. Das ist immer cool, wenn man so kleine Deko-Objekte mit wenig Bauteilen hinbekommt. Hier ist auch nochmal eine neue Tafel. Ja, der Bisonschweif hier ist auch neu, oder? Ich glaube, der ist wirklich neu. Der glaube ich vorher auch nicht. So, gehen wir nochmal in die Sumpfboot-Tour. Guten Tag, ich hätte gern ein... Ach, ich ziehe mir mal eben die Tickets. So, bitte einmal rein. Jetzt fahren wir mal eine Runde. Würde ich fast sagen. Mal eben schauen, dass wir das auf das hier stellen. Hier ist das richtige Boot. Das hier ist das richtige Boot. Wir fahren wieder in der Perspektive, dann sehen wir am meisten. Ich hoffe, es fährt jetzt gleich los. Kann ich nochmal eben einen Schluck trinken. So. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, am besten, wenn ihr mir einen Zoo einschickt, achtet ein bisschen auf die Performance, weil sonst ist es einfach ja, sehr, sehr schwierig mit dem Besichtigen, ne? Und ich möchte jetzt auch nicht jedes Mal euren Zoo schon halb abreißen und dann besichtigen. Das ist halt nicht so nice. Also ich empfehle euch, baut lieber kleiner und vielleicht nur einen einzelnen Bereich als Zoo, zum Beispiel einen Asia-Zoo und schickt den dann ein. Und wenn ihr dann nochmal einen anderen Bereich baut, dann schickt den nochmal als neuen Zoo ein. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser als einen riesigen Zoo zu bauen. Weil ich finde es halt echt traurig, dass man jetzt selber nicht mehr weiterbauen kann und sein Zoo auch nicht mehr richtig genießen kann, weil man einfach nur noch irgendwie 10 FPS oder so hat. Ist halt richtig sad. Warum fährt denn das nicht los hier? Fahren wir mal so kurz die Bootstour ab. Haben wir ja auch schon beim letzten Mal gemacht. Schaut euch einfach das Video vom letzten Mal an, wenn ihr das nochmal sehen wollt. Das ist auf jeden Fall sehr atmosphärisch. Ihr habt ja auch einige Sachen geändert. Ach nee, das war glaube ich schon. Das ist nämlich dieses coole Krokodil, wo wir vorhin durchgelaufen sind. Das ist schon nice, die Idee, ne? Und auch richtig coole Sumpfoptik hier hinbekommen. Hier geht's durch, dann geht's hier hinten lang. Hier fährt man dann leider auch so ein bisschen durch Zäune durch, aber das geht leider nicht anders, weil ihr halt hier wirklich Gehege eingebaut habt. Hier ist man nämlich zum Beispiel im Leistenkrokodilgehege. Oh, fällt mir jetzt erst auf. Wenn man hier langläuft, können die Krokodile sogar hier oben rüber robben. Okay, das ist ja gruselig. Die könnten rein theoretisch hier reinfallen ins Gehege. Guck mal, hier wäre dann sogar ein Krokodil. Chillt hier und wenn man dann hier lang fährt, ist schon nice. Hier ist Futter. Hinten sind die auch noch. Oh, ich glaube, er hat das Futter gerochen. Jetzt geht's hier ab. Ja, ist schon cool, ne? Hier ist übrigens diese Unterwasser-Viewing-Area. Können wir da mal kurz rein? Jetzt müssten wir das eigentlich sehen. Da kommt nämlich jetzt das Krokodil angeschwommen. Guck mal hier. Cool das ist, oder? Wenn man dann hier drin ist. Also das ist so nice, dass man die einfach von hier unten angucken kann. Richtig cool. Gefällt mir. Hier geht nämlich jetzt futtern. Und ja, die Bootstour geht dann hier zurück. Wenn ihr die nochmal sehen wollt, schaut einfach das erste Video. Das war relativ ähnlich noch. Ich glaube, so viel hat sich hier nicht geändert. So, kann ich die umbenennen, die Frau? Nee.
Brauchen wir eben hier einen Freiwilligen. Da, Tierarzt. Bleib stehen. Warum sprintest du so? Nehmen wir hier einen anderen, der es nicht so eilig hat. Ticket. Ja. Oh nein, ich bin auf dem Dach gelandet. Oh. Oh. Gibt's doch nicht. So. Jetzt aber. Nicht wieder auf dem Dach. Ich bin auf der Rutsche gelandet. Ey. Wow. Das läuft ja hier gut. Jetzt aber. Perfekt. Okay. Weiter geht's, Leute. Wir wollen hier keine Zeit verlieren. Zeit ist knapp. Der Zoo ist riesig. Wir haben noch viel zu besichtigen. Gehen wir hoch oder unten? Wir gehen nach unten. Auch hier wieder schön mit dem Nebel gearbeitet. Ist ein bisschen traurig, dass der Nebel so verschwindet. Oder? Hm. Wobei in echt ist es ja auch so ein bisschen so, ne? Wenn man näher rankommt, dass man das nicht mehr sieht. Gar nicht so unrealistisch. Das war, glaube ich, hier auch noch nicht beim letzten Mal. Hier sind auch viele Details eingeflossen. Jetzt sind wir übrigens unten beim Wolfsgehege. Hier sieht man jetzt die Wölfe. Da oben sind wir vorhin langgelaufen. Über das Ding. Richtig cool. Also hier ist wirklich noch viel Deko eingeflossen. Das sah, glaube ich, hier vorher noch sehr, sehr kahl aus. Jetzt sind hier überall diese coolen Bepflanzungen und Wände. Die ganzen Blumen. Wie cool das hier auch aussieht. Das ist echt eine coole Optik hier geworden. Sieht schon toll aus. Die ganzen Schilder und so. Oh, ein Grizzly. Sowas ist bestimmt aus einem Workshop, oder? Ich meine, wer setzt sich hin und macht sowas? Hätte ich ja keine Geduld zu, ne? Ein Grizzly aus ganz vielen Einzelteilen zu bauen. Eieiei. Und rum. Ich weiß, wir sind gerade den einen Weg nicht gegangen, Leute, aber wir gehen gleich nochmal zurück. Auch cool, ne? Die kleinen Sachen. Hier sind wir jetzt bei den Grizzlies angekommen. Du, Nuve, Hefo. Also nicht füttern, Freunde. Genau, hier oben waren wir wieder. Das finde ich auch immer toll, diese Netze und sowas, was man hier macht. War, glaube ich, irgendein Teil, ne? Ja, hier war irgendein Teil, ein Fahrradteil, genau. Das war so ein kleines Easter Egg bei der ersten Besichtigung, ich erinnere mich. Hier sind jetzt die Grizzlies am Chillen. Auch sehr schönes Gehege, ne? Richtig toll gestaltet. Auch mit Wasser. Alles, was ein Gehege braucht. Sieht cool aus. Fällt mir. Oh, jetzt sind wir schon wieder am Ausgang, kann das sein? Oh, tatsächlich. Wir haben jetzt aber viel noch nicht gesehen, Leute. Wir müssen nochmal zurück. Wir gehen mal hier unten lang. Ich hoffe, wir erkunden gleich alles. Hier kann man dann die Grizzlies auch nochmal von unten sehen. Finde ich mega cool. Genau, das hatten wir letztes Mal auch schon. Fand ich auch sehr, sehr witzig hier, das Detail. Oh, und hier schlafen die. Ich finde das ja auch toll, wie ihr das immer gemacht habt. Man kann die von oben beobachten. Man kann die beim Schlafen immer beobachten. Dann hier von außen. Also das habt ihr so toll hinbekommen. Ein Baby-Grizzly. Hello. Na du kleine Racker. Gucken wir uns auch nochmal hier das Wasser an. Ah, wie cool. Die Höhle ist sozusagen unterm Wasserfall. Ich verstehe. Ja, das ist cool. Der Höhleneingang ist unterm Wasserfall. Finde ich nice. Hier auch die ganzen umgefallenen Baumstämme und so. Zentrum. Hier waren wir auch noch nicht oben, oder? Gehen erstmal zurück. Hier kommen wir her. Ich habe nämlich Eingang gerade nicht gemacht, Leute. Sprinten hier nochmal durch den Tunnel. Und dann gehen wir mal hier nach oben. Hier waren wir nämlich vorhin nicht. Hier kann man auch nochmal die Bisons sehen. Also auch hier ist das richtig gut gemacht, ne? Man kann von allen Seiten die Bisons sehen. Beim letzten Mal habe ich ja auch schon gesagt, das hier sieht auch richtig cool aus von der Felsarbeit. Und hier hinten noch dieser Bison. Das ist schon alles sehr toll. So, jetzt geht es nämlich nochmal hier in einen anderen Bereich. Ja, das ist auch cool hier. So ein Auffangnetz, falls hier von oben was runterfällt. Von irgendwelchen Besuchern. Würde ich nie kommen auf so eine Idee. Ist einfach awesome. So, hier kann man auch wieder die Tiere rein theoretisch beim Schlafen zu sehen. Was ist das? Ist das ein Babyschneeleopard? Oh mein Gott, ist der süß. Hab ich auch noch nie gesehen. Oh, der ist ja so niedlich. Oh, wie toll. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Nach Afrika per Zug nach Asien. Okay.
Okay. Also hier wäre dann der Bahnhof. Ich glaube, der war auch noch... War der schon fertig? Kann auch sein, dass ich hier was abgerissen habe. Oh, ich könnte mir vorstellen, dass ich hier die Strecke abgerissen habe, tatsächlich. Ups. Ja, ist ja nicht schlimm. Hier wäre auf jeden Fall ein Bahnhof gewesen. Kann ich jetzt nicht ändern, leider. Aber auch sehr schön hier, ne? Mit der Gestaltung. Das ist schon toll. Da gehen wir mal nach oben zur Terrasse. Ich finde es auch cool, dass ihr alles ausgeschildert habt und dass ihr überall diese Boxen gebaut habt. Finde ich mega toll. Ah, hier sind wir jetzt auf der Sonnenterrasse. Hier kann man sich schön auf dem Stuhl chillen, die Sonne genießen und sich dann nochmal, oh, den Ausblick hier auch nochmal gönnen. Oh mein Gott, der ist ja richtig gut. Ist schon toll, ne? Sieht man hier hinten auch den Staudamm, diese Brücke da oben rüber, den Wasserfall, das Boot und die Bisons da unten. Und man kann sogar die Krokodile sehen. Da hinten schwimmt gerade eins. Ist schon heftig, ne? Das ist schon cool. So, und von hier oben können wir jetzt nochmal die Schneeleoparden sehen. Ich glaube, das Gehege war letztes Mal noch leer, kann das sein? Ich kann mich zumindest nicht an Schneeleoparden erinnern. Die sind auf jeden Fall da unten. Ganz tolle Tiere. Habe ich leider in echt noch nie gesehen. Ein Schneeleopard. Wer von euch hat denn schon mal einen gesehen? Würde mich mal interessieren. Auch ein toller Wasserfall hier mit dem Felsding hier in der Mitte. Das gefällt mir. Und ein Schneemann. So, weiter geht's. Das Dach ist übrigens auch sehr cool. So Dächer bauen und so finde ich sowieso immer schwierig. Und das ist schon sehr cool geworden von der Form. So, wo gehen wir denn jetzt lang? Uff. Hier kommen wir her, oder? Ja, hier kommen wir her. Das heißt, hier rechts sind wir gerade hoch. Das heißt, wir müssen jetzt hier durch. Jetzt können wir sogar nochmal von unten die Schneeleoparden angucken. Also es ist wirklich perfekt gemacht. Hier sehen Sie ein Exemplar beim Geschäft erledigen. Die haben aber auch so einen riesigen Plüschischwanz, ne? Das ist schon süß. Warum sind eigentlich immer die Scheiben überall kaputt? Das verstehe ich immer nicht. Hier sind ja nicht mal mehr Besucher. Ich weiß gar nicht, wie die noch kaputt gehen können. Oder machen die Tiere die kaputt? Sind immer so kleine Risse drin. Sehr verwunderlich. So, weiter geht's. Was sagt das Schild? Im Zentrum. Alle Richtung Bahnhof, Reptilien. Boah, wo bin ich denn jetzt hier? Grizzly, das hatten wir... Oh, jetzt schläft da sogar einer. Waren wir hier jetzt gerade schon? Ja, hier waren wir schon, ne? Oder? Ja doch, hier waren wir schon. Hier sind übrigens auch diese coolen Netze. Hier geht's aber auch nochmal hoch. Waren wir hier oben schon? Ja, hier oben waren wir auch schon. Tatsächlich, okay. Ich glaube, wir haben alles gesehen in diesem Bereich. Wir gehen mal weiter zurück. Hier ging es dann, glaube ich, zum Ausgang, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ne, jetzt kommen wir hier wieder zurück. Ja, wir waren auf jeden Fall gerade schon beim Ausgang. Wir gucken jetzt mal von oben, Leute, bevor wir jetzt hier zu viel Zeit verlieren. Also, Leute, wir sind vorhin hier reingegangen. Nordamerika, dann hier rechts, hier ist das Wolfgehege. Dann ist hier diese coole Bootstour. Hier sind die Crocodiles. Die Namen hier verrate ich euch später nachher noch. Die gucken wir uns nachher noch an. Im Gesamtbild ist auch mega toll hier. Hier ist das Bison-Gehege. Open Lands. Das hat hier halt alles einen richtig coolen Namen bekommen. Okay. Selbst hier oben sind die Gebäude schön gestaltet. Ist schon ein krasser Berg, ne? Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Sind die übereinander, die Gehege? Ich glaube, wo ist denn das Schneeleopardengehege? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ach, das ist Schneeleoparden. Und wo sind dann die Grizzlies? Ich habe gerade keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir das hier, glaube ich, alles gesehen soweit. Hier ist wieder Tag-Nacht-Wechsel am Start. Boah, guck mal hier. Hier ist, glaube ich, richtig cool das mit der Bahnstrecke gewesen. Das habe ich wahrscheinlich abgerissen aus Versehen. Ups. Ja, passiert. Kann man nicht ändern. Ja, hier waren wir auf jeden Fall auch. Jetzt hier zurück. Und hier, ach, hier waren die Grizzlies. Ah, okay, ich verstehe. Hier waren die Grizzlies. Da macht das Ganze Sinn. Und dann geht es hier, glaube ich, zurück. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Doch, die Wölfe. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, wir haben in diesem Bereich alles gesehen. Ansonsten, wie gesagt, checkt das erste Video ab. Da haben wir diesen Bereich uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen gründlicher angeguckt. Dann geht es auf jeden Fall hier wieder zurück durch diesen tollen Ausgang. Auch nochmal ganz viele schöne Sachen platziert. Hier so ein schönes Schild und so weiter und so fort. Hier gibt es so viel zu entdecken in diesem Zoo. Haben wir nur leider die Zeit nicht zu. Und dann geht es hier wieder rüber in dieses Haus und dann geht's in den nächsten Bereich und das ist Asien und dafür bereite ich mal eben das Ganze vor.
So, weiter geht's, Leute. Ab in den Asia-Bereich. Nicht wundern, hier im Hintergrund sieht man normalerweise ganz viele Sachen. Die musste ich leider abreißen. Ja, hier sehen wir auch in der Mitte noch ein paar coole Details. Da gehen wir aber später drauf ein, wenn wir einen anderen Bereich hier besichtigen. Hier ist zum Beispiel der Hauptbahnhof und so. Das gucken wir uns später an. Hier steht nämlich normalerweise das Reptilienhaus. Das musste ich aber abreißen, weil das sehr viele Teile beinhaltet. Und ja, damit das Ganze halt spielbar ist, gehen wir jetzt direkt nach Asien. Ihr werdet das hier gleich auch nochmal in schöner sehen. Tut mir wirklich leid, dass es so aussieht. Aber dann geht es hier durch einen wunderschönen Eingangsbereich, wie ich finde, in den Asia-Bereich. Wieder mit ganz tollen Springbrunnen hier. Ist echt schade, dass so ein bisschen das Gesamtbild verloren geht hier von eurem Zoo. Durch diese ganze Geschichte. Weil hier im Hintergrund ist halt eigentlich alles richtig schön gestaltet. Ah, schade, schade. So, hier haben wir nochmal ganz schöne Schilder. Spenden für den Asien-Bereich. Ja, Leute, wenn ihr zu viel Geld habt, dann spendet auf jeden Fall für Australien, würde ich sagen, ne? Weil in Australien, die armen Tiere, die können auf jeden Fall jeden Cent und jede Hilfe gebrauchen. So. Asien haben wir hier. Oh, sieht aber schön aus. Scheint mir auf jeden Fall ruinmäßig zu sein. Das Asien-Schild ist auch umgefallen. Ich liebe ja Ruinen, ne? Ruinen sind super aufwendig zum Bauen. Aber ich finde die richtig toll. Also richtig, richtig cool. Und das scheint hier auf jeden Fall so ein Ruinenbereich zu sein. Der Baustil gefällt mir auch richtig gut. Sieht richtig cool aus. Auch richtig schön bewaldet hier. So richtig dschungelmäßig. Oh, das sieht schon echt schön aus. Mega. Also wirklich. Ich liebe es, wenn man solche Ruinensachen baut. Und diesen Baustil mag ich richtig gerne. Sieht richtig toll aus. Bin gerade geflasht. Ich glaube, das könnte hier mein Lieblingsbereich werden. Auch heftiger Tempel, ne? Mega nice aus. Ich weiß jetzt nicht, was davon aus dem Workshop ist, was selber gebaut ist. Ist aber auch, wie gesagt, nicht schlimm, wenn da was aus dem Workshop kommt. Hier haben wir auf jeden Fall das erste Gehege. Mandrills, so wie es aussieht. Schön da hinten. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal in echt gesehen habe. Ich glaube auch nicht. Kriegen, glaube ich, gleich Futter, so wie es aussieht. Die haben ja auch so einen coolen Tempel als Unterstand. Finde ich mega nice. Und das ist eine kaputte Brücke. Ach, das ist hier so eine Hängebrücke. Seht ihr das? Die ist hier runtergebrochen. Also der ganze Bereich scheint wohl darauf aufgebaut zu sein, dass das ja kaputt ist. Und hier ist sogar so abgesperrt und so. Richtig coole Idee. Schon nice aus. Im Hintergrund wäre dann sozusagen auch der Bahnhof, den wir vorhin schon gesehen haben. Ich liebe wirklich solche kaputten Gebäude, ne? Das ist wirklich sehr nice. Im Hintergrund sieht auch richtig cool aus hier, der Tempel. Ich will gar nicht wissen, wie viele Teile das schon wieder sind. Oh mein Gott. 1000 Teile. Alles klar. Aber voll das große Gehege hinten, geht das auch noch weiter, so wie es aussieht. Sie scheinen hier richtig in das Ding reingehen zu können. Ich würde da gerne mal reinlaufen in das Gehege. Hier kommen wir, glaube ich, nicht runter, ne? Hm. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich halte mich mal jetzt links. Ich weiß, ich laufe hier gerade links, rechts wie so ein Verwirrter. Aber wir konnten erstmal den linken Teil. In dem Zoo. Katze hat gerade genießt. Gesundheit. Das ist schon cool. Gefällt mir. Hier geht es dann weiter. Hier rechts kann man dann nochmal die Mandrills sehen. Ich finde das auch echt toll, dass du hier überall so, oder dass ihr so viele Tempel hier genommen habt und gebaut habt. Richtig cool. So, Pandagarten, Bahnhof, Fragezeichen? Wahrscheinlich noch nicht fertig, ne? Ah ja, Fragezeichen, okay. Da ist noch nicht weitergebaut worden. Primaten Afrika, da kommen wir später auch noch zu. Bahnhofzentrum. Also, dass ihr alles ausgeschildert habt, finde ich mega. Oh, auch schön hier, ne? Hier geht es jetzt zu einem anderen Baustil. So ein bisschen Wasser und Geplätscher. Auch eine coole Idee, dass es hier über den Weg rüber spritzt, das Wasser. Und hier diese ganze Feeling mit den Geräuschen. Das ist nice. Okay, hier geht's auch in den Asia-Bereich. Oh, wie schön. Das ist einfach unglaublich schön, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Was ist das cool? Oh mein Gott, wir gehen mal hier rein. Das sieht sehr ansprechend hier aus. Richtig schöner asiatischer Garten. Und dann diese Musik. Oh mein Gott, ist das schön und beruhigend hier zu sein. Ey, es ist super nice.
Kann man eigentlich diese Brücke benutzen? Um rüberlaufen? Ach, du hast einfach den Weg darunter gemacht. Die Leute laufen da wahrscheinlich einfach da durch. Aber das geht ja nicht anders. Mega cool. Dann Gehege da vorne? Nee. Einfach nur Deko hier, ne? Hier fließt, glaube ich, auch einmal Wasser lang oder so. Ist richtig cool. Gucken wir uns gleich auch nochmal von oben an. Okay, dann geht's hier wieder zurück auf diesen Weg. Hier sehen wir dann nochmal wieder den Roten Panda. Und nochmal den normalen Panda. Richtig coole Idee auch mit diesen Köpfen. Hier sehen wir ein Panda-Schild. Sind hier denn Tiere zu sehen? Oder warum ist das Schild hier? Oder einfach so als Deko? Vielleicht einfach so als Deko. Das Mitarbeitereingang. Geht's auch nochmal weiter. Wir gehen erstmal einmal quer durch. Himalaya. Gott, ich verpasse so viel. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Es ist einfach so riesig. Okay. Himalaya. Ja, hier gehen wir erst später rein, Leute. Ich bin gerade selbst ein bisschen verwirrt. Ihr kennt das Spiel, ja? Geh mal über diese tolle Brücke, die hat mich nämlich vorhin schon angesprochen. Oh mein Gott, sieht das toll aus. Das sieht richtig cool aus. Eine richtig coole Brücke hier. Wo sind die ganzen Tiere? Ich habe das Gefühl, die verstecken sich alle. Ich habe echt Angst, dass sie gestorben sind, während ich hier das Ganze gelöscht habe und so. Auch hier wieder schön mit diesen Gittern, falls mal was runterfällt. Finde ich immer eine richtig tolle Idee. Hätte ich nie dran gedacht, sowas zu machen. Ah, da sind die Pandas. Ah. Ich glaube, die haben einfach alle sehr, sehr große Gehege, die Tiere. Deswegen sieht man die so wenig. Aber das finde ich immer gut. Also ich finde es cool, wenn die Gehege groß sind und man die Tiere nicht immer so auf Zwang sieht. Auch im Hintergrund richtig viel. Ah, die können auch da oben hoch. Wie cool. Oh mein Gott. Da können die dann rein und dann schlafen die da. Okay, das ist ja schon wieder awesome. Das muss ich mir auf jeden Fall von oben gleich angucken. Weil von hier unten werde ich gar nicht alles entdecken. Ich werde sowieso voll viel verpassen, glaube ich. Okay, jetzt bin ich hier rausgekommen. Hier ist dann auch nochmal so ein Weg. Ist das hier wie so ein bisschen Copy-Paste? Kann das sein? Ich glaube, hier ist nochmal so ein Ding. Das sieht fast so aus, als wenn hier einfach nochmal jeder Seite das Ganze identisch ist. Finde ich nicht verkehrt. Finde ich cool. Symmetrie ist immer was Nices. Oh, da wird es indischer. Zumindest so aus. Ich hoffe, wieder langlaufen, ne? Kreuz und quer. Wo geht's denn hier hin? Wirklich alles wundervoll aus. Oh, guck mal. Meine eine Katze hat auch immer so die Zunge raus, wie der Panda hier. Wenn sie verschlafen ist, total süß. Wo sind die Pandas? Gibt es rote Pandas auf jeden Fall. Auch die verstecken sich, so wie es aussieht. Rote Pandas, geh mal rein. Geh mal gucken, wo sie sich gerade aufhalten. Der Bambuszaun ist auch sehr cool. Der gefällt mir. Hallo. Ich sehe sie nicht. Das ist jetzt ja sad. Die verstecken sich. Egal. Ist das halt so. Wo bin ich denn jetzt? Wenn die Tiere nicht wollen, dann wollen sie nicht. Kann man nicht ändern. Sind halt nur kleine Tierchen, die ihre Ruhe wollen. Kann man ihn nicht verübeln. So, jetzt bin ich wieder auf dem Weg. Sorry. Es leckt gerade auch leider ein bisschen. Tut mir wirklich leid, wenn das gerade nicht so angenehm ist für euch zum Schauen. Habe ich ja schon gesagt, kann ich leider nicht ändern. Jetzt sind wir wieder hier oben. Muss halt gleich echt mal... Ich glaube, jetzt sind wir wieder an dem Weg, wo wir vorhin waren. Alles klar, okay. Gehen wir doch mal rechts und dann gehen wir mal in diesen indischen Bereich. Ich werde mir das Ganze gleich nochmal von oben gönnen, Leute. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr von der Übersicht her. Weil das sieht hier alles sehr, sehr wunderschön aus. Ich würde hier gern mehr Zeit rein investieren, aber wir haben noch so viel vor uns. Das meine ich übrigens. Also aus diesem Bereich, den ihr hier gebaut habt, hätte man halt einen eigenen Zoo bauen können. Ich glaube, das wäre sogar sinnvoller gewesen. Einfach wegen den FPS. Weil es ist halt echt ein bisschen schade. Dadurch geht halt so ein bisschen das Feeling kaputt, finde ich. Dadurch, dass es hier ab und zu leckt und so. Aber was will man machen, ne? Aber es ist wirklich ein wundervoller Zoo. Ihr habt so viel Liebe hier reingesteckt. Ich würde mal gerne wissen, wie viele Stunden ihr jetzt insgesamt daran saß. Wahrscheinlich Ewigkeiten.
Oh, hier im Hintergrund. Da habe ich wahrscheinlich sehr viel abgerissen im Hintergrund, Leute. Tut mir leid. Hier sind wir auf jeden Fall im ersten indischen Gehege. Hier sehen wir den indischen Elefanten im Hintergrund. Richtig cool. Da oben ist der Bahnhof, wo wir vorhin waren, im North America. Aber hier stand, glaube ich, auch, dass es Asien 80% fertig. Indien muss noch mehr gestaltet werden. Okay, ich glaube, hier habe ich gar nicht so viel gelöscht. Hier war wahrscheinlich auch noch nicht alles fertig gestaltet. Boah, es macht rein gar nichts. Es sieht schon wirklich wunderschön aus. Ganz, ganz toll. Falls ihr nochmal einen neuen Zoo baut, dann baut am besten kleiner. Und ja, schickt mir das vielleicht nochmal. Vielleicht könnt ihr aber nochmal mit dem neuen DLC einen Zoo bauen. Das wäre cool. Mit dem Arktik-DLC. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Weil Ideen habt ihr auf jeden Fall ohne Ende, wie man sieht. Ein echt schöner indischer Bereich. Jetzt auch nochmal nach unten. Das hier für uns. Oh ja, oha, cool. Sind wir unter Wasser? Wir sind unter Wasser, Leute. Wir sind unter Wasser, tatsächlich. Das ist so cool, ne? Solche Unterwassergalerien finde ich mega nice. Leider sehen wir gerade auch keinen Elefanten. Aber richtig coole Idee, dass ihr sowas eingebaut habt. Geht es dann wieder hoch. Und wieder raus. Ich glaube, ich habe mich schon wieder verlaufen. Guck mal von oben jetzt, Leute. Ich habe mich halt komplett verlaufen. Okay, das ist... Also es sieht wirklich mega gut aus hier. Guckt euch das mal an, wie... Boah. Mega gut aus, wirklich. Hier auch die Brücke, die ist dann hier so runtergebrochen. Hammer, wirklich Hammer. Hier geht es dann in den Tempel rein, hier können dann die Affen chillen. Und selbst in dem Tempel hier ist gestaltet, Leute, wo man das gar nicht sieht. So schöne Bäume drin und nochmal so Etagen, wo die Affen raufklettern können. Kamera spackt auch schon wieder ab. Sehr gut. Hier haben wir dann nochmal diesen anderen Tempel. Ist ja auch heftig, ne? Allein schon, dass dieses Teil, was hier oben drauf ist... Ach, das sind Laternen. Ah, ich verstehe. Dass das schon aus 1000 Teilen hier besteht, ist schon heftig, ne? 1035 Teile. Hammer, wirklich. Ach, das ist ein Mitarbeitergebäude. Ach, wie cool. Okay, das ist nice. So, das haben wir vorhin gesehen. Ah, da sind auch die roten Pandas. Na, wo habt ihr denn gesteckt, ihr Schlafmützen? Ich will euch nicht weiter stören. Das ist auf jeden Fall hier das rote Panda-Gehege, auch sehr schön. Eine Klettereinrichtung. Dann haben wir hier diesen wunderschönen Bereich mit dem fließenden Wasser auch hier im Hintergrund. Es ist halt wirklich so schön, ne? Also richtig schön gestaltet. Aber ihr seht ja jetzt schon, wie es teilweise leckt. Und ich habe alle anderen Bereiche gelöscht, außer den Asien-Bereich. Stellt euch das mal vor, wären die anderen Bereiche auch noch da, die mindestens genauso gut gestaltet sind. Das ist schon heftig. Hier ist dann diese richtig coole Brücke, wo wir gerade rübergelaufen sind, wo dann hier unten die Panda sind. Finde ich schon Hammer. Das ist echt nice. Da hinten waren wir jetzt noch nicht, das gucken wir uns gleich an. Hier kann man dann auch nochmal die Pandas angucken. Die können hier überall langlaufen noch. Die haben dann hier ihre Höhlen. Das ist auch richtig cool gemacht, weil man dann von der Brücke die noch sehen kann, die Pandas. So, das ist riesig hier. Ja, hier waren wir vorhin auch. Das ist sozusagen dieser gespiegelte Bereich nochmal. Hier ist dann der indische Elefantenbereich. Auch ein sehr großes Gehege. Leider noch ein bisschen kahl. Aber ich finde die Idee hier mit diesem Unterwasser-Viewing wieder sehr cool. Und da oben geht es noch hoch, sehe ich gerade. Ich habe mich halt hier wirklich ein bisschen verlaufen, muss ich sagen. So, wir gehen hier nochmal in die andere Sicht. Ticket Cam. Malaya, da waren wir auch noch gar nicht. Da gehen wir gleich mal hin. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Was haben wir denn hier? Aussichtsplattform. Das klingt doch super. Auch coole Idee hier mit diesen Segeln. So ein Sonnensegel gespannt. Können wir mal nach links schauen? Was sehen wir denn hier? Einen großen Wasserfall. Und welches Tier ist hier? Jetzt die Frage. Oh. Ein gefangenes Tier anscheinend. Oh, Königstiger. Cool. Da hinten ist er. Können wir aber auch gleich hier nochmal anschauen uns. Weil der ist gerade leider sehr weit weg. Und auf der anderen Seite sind die indischen Elefanten.
Hier eine sehr schöne Tafel. Ja, sehr cool. Ab geht's zurück. Oh. Schlimme ist, die Steuerung wird durch wenig FPS auch immer schwieriger. Hier geht's jetzt auch nochmal durch so einen Tempel. Oh, das könnte sogar hier der Tempel sein, den wir in dem anderen Zoo gesehen haben. Oder ein selbstgebauter. Sieht auf jeden Fall heftig gut aus. Da habe ich auch beim letzten Mal schon geschwärmt, ne? Diese Ruinsachen, die sehen so nice aus. Also habt ihr richtig toll gebaut. Hier geht sogar dann richtig durch den Tempel durch. Ah, und von hier kann man dann direkt ins Tigergehege schauen. Da waren wir gerade oben drauf, auf der Aussichtsplattform. Boah, ist das cool. Ich glaube, die paaren sich sogar gerade. Das ist, glaube ich, der Unterschlupf für die Tiere. Ja, mega cool. Was ist denn hier hin? Bin ich denn hier gelandet? Ist ja auch ein Gehege? Ich glaube schon. Ach, das sind die. Wie heißen die denn nochmal? Japan Makak, genau. Die süßen weißen Äffchen. Die sind hier unten auch noch. Da laufen sie. Auch immer richtig schön mit diesem Nebel hier gearbeitet. Mega cool hier aus, ne? Mit dem Geländer hier und diesen Gitterdingern hier unten. Oh, hier hätte man die auch nochmal sehen können. Bin ich gar nicht hingelaufen. Bezweifle irgendwie auch, dass ich das finden werde. Da schlafen die dann und dann kann man sie direkt beim Schlafen beobachten. Vielleicht finden wir den Weg dahin ja gleich. Das ist irgendwie alles größer, als ich dachte. Hier sind nämlich auch nochmal Bären. Oh, ein Baby schon wieder. Ein Baby-Knuddelbär. Isabellbären sind das, okay. Auch richtig cool, dass man die hier wieder beim Schlafen beobachten kann. Ein Totenkopf, oha. Ach, da oben. Oh mein Gott, ist das cool. Habt ihr es gerade gesehen? Hier ist ein Bär lang gehoppelt. Deswegen der Totenkopf. Die Bären gehen hier oben über den Weg rüber. Und dann hier nach rechts. Oh mein Gott, ist das cool. Rechts geht dann wahrscheinlich das Gehege weiter. Okay, das ist nice. Richtig coole Idee. Dieser Bellbär und dieser Schwarzbär. Ist hier auch ein Gehege? I don't know. Ah, hier ist nochmal ein Gehege. Ist auch gerade welche gefangen. Der Bellbär befreien wir erstmal. Achso, hier gehen die dann hoch. Okay, ich verstehe. Die gehen hier oben rüber dann. Und dann kann man die hier sehen, wie sie rüberlaufen. Mega cool, dass die so über den Weg laufen. Richtig coole Idee. So, und dann haben wir auf dieser Seite wahrscheinlich den anderen Bären. Tageszeit spielt auch schon wieder verrückt. Okay, cool. Hier geht es dann nochmal ein ganzes Stück hoch. Auch hier richtig schön gestaltet wieder. Oh, was ist das? Der sieht ja heftig cool aus, der Berg. Den habe ich vorhin auch schon von oben gesehen, als ich das gelöscht habe. Sah sehr interessant aus. Gucken wir uns gleich auch nochmal von oben an. Oh mein Gott. Können hier dann Tiere langlaufen? Gute Frage, ne? Ah, das ist sogar ein Baby, okay. Ich habe gefragt, ob ich da wirklich einen Bären sehe oder nicht. Aber mega cool, dass man hier so eine gute Aussicht dann hat. Da sehen wir sogar nochmal die Isabellbären. Die sind auch süß, ne? Wie er da sitzt und dann das Baby. Das ist schon cool. Das ist schon sehr cool. Hier die Höhle, wie die einfach von innen aussieht. Richtig cool gestaltet von den Felsen her. So ein schöner Tunnel. Das war jetzt, glaube ich, der Himalaya, wo wir gerade waren. Kann das sein? Ich glaube schon. Und hier ist dann nochmal diese Station am Ende, der Bahnhof, glaube ich. Cool aus, ne? Diese ganzen Gebäude. Geht's hier rein? Nee. Okay. Asien, Bahnhof. Ah, hier wäre dann der asiatische Bahnhof. Aber ich glaube, ich habe auch hier die Strecke abgerissen aus Versehen. Upsi. Ja, richtig cool hier, ne? Nochmal Toiletten, ganz viele asiatische Gebäude nochmal. Und hier links, haben wir da denn noch?
Ein Fahrradverleih, so wie es aussieht. Verleih. Ah, und nochmal ein paar Fressbuden und sowas. Okay. Kann man dann sitzen. Hier hat man noch ein paar Zeitungen und so. Und nochmal ein richtig cooler Spielplatz. Wow. Auch wieder mega aufwendig gebaut hier. Ja, krass, cool. Damit die Kinder auch was zu tun haben. Ist wie bei McDonald's. Einfach so ein Garten und Spielplatz. So, wir gehen nochmal in die andere Kamera und schauen nochmal, ob wir was verpasst haben von oben. So. Das ist heftig, ne? Ich glaube, das ist genau das gleiche Gebäude, oder? Sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus wie bei dem anderen, wo ich so geschwärmt habe. Ist wahrscheinlich dann aus dem Workshop das Gebäude. Ja, heftig cool. Also, richtig cooler Bereich. Kommen die hier hoch, die Tiere? Sieht immer fast so aus. Also, ich frage mich immer, wo die Tiere alles hin können. Genau, hier waren die Japan-Makaks. Makaks ist das die Mehrzahl. Und jetzt seht ihr mal diesen Berg, wie cool der aussieht. Also ich finde diese Gestaltung hier von den Felsen mega cool. Wie sind denn das überhaupt? Keine Ahnung, welcher Felsen so spitz ist. Ah, okay, das sind so ganz viele kleine. Der besteht wahrscheinlich aus 1 Million Teilen, dieser Berg. Gehe ich mal von aus. Oh, das wollte ich nicht. So. Gucken wir mal. Es sieht schon heftig aus, der Berg, ne? Schaut euch den einfach mal an. Und hier ist sogar so ein... So viel Liebe zum Detail. Das ist schon wirklich krass. Sieht schon alles so toll aus. Haben wir denn hier nochmal welches Gehege? Waren doch auch irgendwelche Bären, ne? Ach ja, das waren nämlich diese schwarzen. Taiwanischer oder wie die heißen. Taiwanischer Schwarzbär. Genau. Eben auch ein riesiges Gehege, wie ihr seht. Aber auch echt toll gestaltet, ne? So, jetzt will ich mir das eine nochmal angucken. Ach, die FPS, ey. Die machen mir gerade echt ein bisschen zu schaffen. Guck mal, hier geht's dann oben rüber. Oh, da schlafen die sogar oben gerade. Hier sind wir gerade langgelaufen, links und rechts. Achtung, Bär steht hier auch auf dem Boden. Das habe ich gar nicht gesehen. Habe ich wahrscheinlich gerade abgelenkt und habe woanders hingeguckt. Ich mache kurz die Fenster hier zu. Boah, es ist schon echt toll hier. Ganz, ganz toller Bereich. Aber auch heftig, ne? Also... An so einem Berg sitzt man wahrscheinlich schon viele, viele Stunden. Ja, richtig krass. Ich hoffe wirklich, dass wir am Ende nochmal den gesamten Zoo von oben sehen können und dass das nicht zu sehr leckt. Weil ihr seht ja jetzt schon, dass es teilweise wirklich ruckelt, wenn ich die Kamera bewege. Und wenn wir dann alle Bereiche da haben. Weil wir haben jetzt gerade, hier war Nordamerika, ist gelöscht. Hier war der Eingangsbereich. Ne, hier war der Eingangsbereich. Das war Nordamerika. Und hier vorne, das müssen wir noch erkunden. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte. Und deswegen würde ich sagen, geben wir jetzt mal ein bisschen Gas. Gehen dann jetzt sozusagen hier wieder zurück an den Eingang und an dieser Stelle, hier vorne am Asia-Eingang, hier sind wir reingegangen gerade. Hier, wir sehen uns gleich wieder und gehen mal weiter. Und weiter geht's, wieder zurück aus dem asiatischen Bereich. Und tada, da ist einfach zu unserer Rechten ein Haus entstanden, was aus 1 Million Teilen gefühlt besteht. Die FPS sind gerade auch nicht so mega gut, aber ich hoffe mal, das wird gleich noch ein bisschen besser werden. Da müssen wir jetzt leider durch gemeinsam. Hier vorne ist der Hauptbahnhof. Haben wir auch noch nicht gesehen. Hier auch sehr schön gestaltet, das Ganze. Es ist übrigens auch immer, es dauert ultra lange, wenn ich so Sachen lösche, weil das Spiel einfach mega lange laden muss immer. Oh, das ist so eine Sonnenuhr, ne? Richtig coole Idee. Und hier auch nochmal so ein Springbrunnen. Gehen wir nochmal kurz in den Hauptbahnhof rein. Ist auch sehr schön gestaltet. Der hat halt so ein ganz anderes... Gebäude-Feeling. Ah, hier ist nochmal so ein Fahrstuhl oder sowas, ne? Oh, ich glaube, der ist kaputt. Qualmt zumindest so. Außer Betrieb steht ja auch da. Das Rollstuhlfahrer haben es nicht einfach. Fahrradverleih, hier ist dann der Hauptbahnhof. Da wäre normalerweise auch ein Zug. Ich weiß nicht, ob ich den abgerissen habe. Ah, hier unten geht es auch nochmal rein. Das sind Mitarbeiterwege, aber habe ich aber entfernt, wie ihr seht. Ah, okay. Das ist, damit die Leute hier runterkommen mit den Rollstühlen. Verstehe ich. Ich glaube, ich habe halt wirklich den Bahnhof schon wieder abgerissen. Ja, macht ja nichts. Wir gehen weiter, Leute. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hier ist nämlich das wunderschöne Reptilienhaus. Das werdet ihr gleich auch nochmal von oben sehen. Sieht richtig cool aus. Hier ist auch so ein großer Frosch. Und da gehen wir jetzt mal rein. Beziehungsweise wir machen erstmal Nacht, bevor ich es vergesse. Weil wir sollten ja Nacht einstellen. Bevor wir hier reingehen. Machen wir mal 0 Uhr. 0 Uhr ist gut, ne?
Oh, da geht's auch schon direkt los mit der guten Beleuchtung. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Gehen wir mal rein in die gute Stube. Oh. Okay, das ist ein nices Feeling hier. Das ist hier Wasser. Cool, das aussieht. Das ist eine Schlange oder sowas, ne? Kann es nicht genau erkennen. Sieht ja schon heftig aus von der Beleuchtung her, ne? Richtig coole Gestaltung hier auch an der Wand. Ich glaube, das ist halt wirklich so eine Schlange oder sowas. Ein Schlangenskelett. Das sieht schon cool aus hier. Dann nochmal ein Frosch, Spinnennetze. Es geht hier richtig unterirdisch in den Untergrund. Oha. Also die Beleuchtung ist heftig. Sieht richtig gut aus. Eine Schildkröte hier, glaube ich. Ja, Hammer, wie das Feeling hier ist von der Beleuchtung her. Was haben wir denn hier? Guten Tag. Wo sind denn die Tiere? Ach, da. Das dürfte ein Komodo-Varan sein. Auch sehr cooles Tier. Also die Beleuchtung finde ich Hammer. Die ist wirklich richtig atmosphärisch. Oh, ich dachte gerade, hier wäre so eine große Schlange drin, dass es ein Vivarium wäre, aber es ist leider keins. Was haben wir denn hier? Ein Skorpion. Ja, ist mir jetzt zu anstrengend zum Suchen, Leute. Ich habe euch ja schon oft gesagt, Vivarien sind halt nicht so das Spannendste, muss man einfach sagen. Was haben wir hier? Ah, die liegt sogar gerade im Sonnenlicht hier, die Schlange. Das ist eine Texas-Klapperschlange. Okay. Hätte ich auch erkennen können hier hinten an der Rassel, die die immer haben. Das ist schon krass hier, die Beleuchtung. Hier haben wir auch nochmal ein Gehege. Da ist auch eine Schlange drin. Was ist das für eine? Das ist eine Puffotter. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Schlangenarten es hier gibt im Spiel. Auf jeden Fall alles sehr cool aus. Das ist hier auch ein Vivarium? Nee, das ist so ein... Schade, dass man die nicht so selber bauen kann, ne? Ich finde das ja um einiges cooler als diese viereckigen Standard-Vivarien. Schade, schade. Auch hier auf dem Boden die ganzen Details und so. Kein Wunder, dass ich so wenig FPS habe. Da einfach schon viel zu viel Liebe zum Detail. Ich glaube, für diesen Zoo braucht man mindestens einen 5000-Euro-PC. Damit der einigermaßen noch spielbar läuft. Weil es ist ja so sogar schon sehr, sehr wenig, obwohl ich jetzt den mehr als die Hälfte des Zoos abgerissen habe. Oh, da sind die Schildkröten am Chillen. Ich sage Galapagos. Ja, ich bin richtig. Ich habe keine Ahnung, wie man die unterscheidet, ich habe aber einfach geraten. Okay. Sind auch so viele Details. Hier geht es auch nochmal runter. Hier ist ein Mitarbeiterweg, okay. Boah. Also dieses Reptilienhaus, das zieht ordentlich FPS. Das ist schon heftig, aber es sieht auch krass cool aus. Aber durch dieses Ruckeln kann man das halt nicht so enjoyen. Das stört mich echt ein bisschen. Das ist echt schade. Wo ist der Frosch? Der ist doch mal riesig, oder nicht? Ja, ich bin da wirklich zu faul zu geworden, muss ich sagen. Bei den Vivarien nochmal zu gucken. Da geht's wieder hoch. Weil die Vivarien sind halt auch auf Dauer nicht spannend, ne? Und auch wieder Lego an am Start. Sind aber... Das ist auch grüner Legoman. Ist das hier auch ein Albino oder was? Das sind zwei Albinos. Okay. Krass. Ja, auch nochmal Komodo-Varan. Kann das sein? Ich glaube schon. Oh, wie schnell die sind. So ein Komodo, oder? Tatsächlich. Schon heftig. Ganze Beleuchtung. Das dürfte eine gelbe Anaconda sein. Ganz schön groß, ne? Wenn man mal guckt, das ist hier alles der Körper von der Einschlange, glaube ich, oder? Oder sind das zwei? Könnten noch zwei Stück sein, ich weiß es gerade nicht. Aber Anacondas werden ja, glaube ich, sowieso mega riesig. Ist hier auch nochmal ein Vivarium? Ja, tatsächlich. Heilige Frosch ist hier drin. Wo haben wir den denn? Der muss doch auffallen, der ist doch rot. Oh ne, keine Lust zu suchen.
Es tut mir wirklich leid, Leute. Ich bin da heute echt zu faul zu. Und durch diese FPS, oh mein Gott, Alter, ihr seht das ja schon. Ich hoffe, das ist noch einigermaßen zum Zuschauen okay. Quallenplage oder Segen der Natur? Ich weiß gar nicht, sind... Oh, da sind sogar Quallen drin. Oh mein Gott, das ist ja eine coole Idee. Also ich mag Quallen jetzt persönlich nicht so gerne. Ich weiß aber nicht, inwiefern die wichtig sind für die Natur. Kann ich dir nicht sagen, was die für einen Nutzen haben. Okay, dieses Reptilienhaus, das scheint echt ordentlich FPS zu ziehen. Ich glaube, ich hätte einfach das Dach entfernen müssen. Weil das Dach besteht aus 1 Million Teilen, gefühlt. Das jetzt hier? Ich kriege hier nicht angeklickt. Das ist... Ach, das ist ein Nilwaran, okay. Okay, das hätte ich mir auch so erschließen können. Guckt euch mal die Beleuchtung an, wie cool die hier drin ist. Sieht echt abgespaced aus, oder? Schon heftig. Schon wirklich heftig. Ich habe aber auch ein bisschen den Überblick verloren, wo ich jetzt schon war und wo nicht. Ich glaube, das hängt aber auch echt viel mit den FPS zusammen, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil dadurch verliert man einfach den Überblick. Weil man sich halt nicht so viel umgucken möchte, weil es einfach so viel ruckelt. So, hier sind nochmal ein paar Essensstände. Zentrum Amerika. Oh, hier sind immer Crocodiles oder so. Oha, das ist hier unter Wasser, ne? Cool. Ich finde es immer schade, dass ich so selten Tiere sehe dann auch, wenn ich in solchen Galleries bin. Aber ich glaube, das ist richtig Zufall halt, ne? Was willst du machen? Hier sind nochmal coole Toiletten. Wollen die auch nochmal von unten reingucken? Ne. Ich habe jetzt keine Ahnung. Also ich weiß halt nicht, wo die Krokodile jetzt stecken. Ich könnte mal versuchen, rauszugehen. Ach, da ist eins. Da schwimmt eins. Das ist ein Ganges Gavial. Cool. Immerhin sehen wir mal eins bei so einer Unterwasser-Viewing-Gallery. Aber ich finde sowas ja richtig krass. Ne? Also Höhlenbau ist auch echt schwer. Das habt ihr wirklich schön gemacht mit dem Licht und sowas. Richtig cool. So, gehen wir mal hoch. Ich glaube, ich brauche einen neuen PC, Leute. Ist halt so. Okay, hier geht es sogar nochmal raus. Ah, wie cool. Hier sehen wir dann nochmal den Ganges Gavial von draußen. Das sieht. Können wir dann nochmal so auf das Gewässer gucken. Komm, wir machen mal wieder Tag. Damit wir ein bisschen bessere Überblick oder Übersicht haben. Ja, hier könnt ihr dann auf jeden Fall auch noch mal im Außengehege rumlaufen. Hier wäre dann der Hauptbahnhof auch ein sehr interessantes Dach. Solche gerundeten Dächer zu bauen, ist auch echt schwierig. Muss man sagen. Ich zeige euch gleich mal das Gebäude von oben. Dann wisst ihr, was ich mit 1000 Teile meine. Oh, hier können die auch noch mal raus. Das ist ja ein interessantes Gehege. Wieso verstecken sich denn die Tiere heute alle so? Das ist ja unglaublich. Da ist einer. Da ist ein Ganges Gavial. Das ist schon cool, dass man die so gut beobachten kann. Ne? Die können dann hier reinschwimmen und da kann man die dann von unter Wasser gutachten. Wollen die auch nochmal rein? Ah ne, hier ist Mitarbeitereingang. Na gut, schauen wir nochmal von oben. Dann seht ihr auch, warum das Ding einfach so viele FPS frisst. Also das ist das ganze Ding von oben. Sieht schon krass aus, ne? Also da waren wir gerade drin. Das geht dann alles unterirdisch und dieses Teil besteht einfach... Sind alles Einzelteile, alles so kleine Rohre. Seht ihr das? Puh, das ist halt schon heftig, ne? Und das Unterirdische ist halt auch nochmal so viel. 7000 Objekte, nur dieses Gebäude. Na, das zieht natürlich ordentlich FPS. Hier, das haben wir vorhin auch gesehen. Ich hoffe, wir haben jetzt hier nichts verpasst drin. Falls ja, seid mir bitte nicht böse. Dann leider übersehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal hier vorne hin und schauen nochmal hier ein bisschen weiter. Gehen nochmal ein Stück weiter in die andere Richtung. Das Reptilienhaus hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich konnte es nur leider durch die schlechten FPS nicht ganz so gut genießen. Das ist echt ein bisschen schade. Schade, schade, schade. Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal ein Performance-Update für das Spiel raus. Ich hoffe es wirklich. Hier ist übrigens nochmal diese Baustelle. Finde ich auch eine mega coole Idee mit diesem Kran und sowas. Und diese Ideenwerkstatt, was ihr da gemacht habt. Hintergrund schwebende Wege durch mich, weil ich da Sachen entfernt habe. So, dann gehen wir mal hier runter. Hier geht es nämlich auch noch zu etwas anderen. Das ist der Lichthof. Okay. Auch interessant. Wisst ihr, was ich mal eben mache? Ich entferne mal eben hier das Gebäude hier hinter mir, damit wir bessere FPS bekommen.
So, und schon ist das Reptilienhaus weg. Ist einfach verschwunden. FPS sind irgendwie immer noch nicht viel besser, aber wir gehen jetzt mal in den Lichthof rein und gucken uns den mal an. Weiß gar nicht, was das ist. Hippie, geboren 1996, gestorben 2014. Okay. Ein Gedenkfriedhof hier, oder was? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall auch noch irgendein Gorilla. Geh mal hier durch. Ich denke mal, das ist einfach nur für die Besucher, weil es so ein schön aussehendes Ding. Da läuten schon die Glocken. Wahrscheinlich, weil irgendwelche Tiere ausgebüxt sind, weil ich Sachen entfernt habe. Kong, 1998, 2019. Okay. Scheint halt wirklich irgendwie sowas wie ein Gedenkfriedhof zu sein. Kinshasa, 1955 bis 2007. Interessant. Ehrenmarke 2, Balu Bruno. Okay. Ich verstehe es tatsächlich nicht so ganz, aber. Ja. Greyhound, 93 bis 2016. Kannst ja mal in die Kommentare schreiben, ob das irgendwelche Anspielungen sind auf Tiere von euch oder so, die ihr hattet im Zoo. So, hier vorne geht es dann auch noch weiter. Ich glaube, hier geht es aber in den nächsten Bereich, Leute. Achtung, Transport, Zentrum Amerika. Ich glaube, hier geht es zu den Affen. Ja, hier geht es runter zu den Affen. Das werden wir aber erst gleich machen, weil der Bereich müsste eigentlich entfernt sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir gehen jetzt erstmal nach Afrika. Nach Afrika geht es nämlich hier vorne. Bin ich jetzt auch sehr gespannt. Afrika Express, Afrika. Ja, mit diesen ganzen Fahrten können wir jetzt leider gar nicht fahren, Leute, weil ich halt immer so viel vom Zoo entferne. Ist immer ein bisschen schade. Aber wir gehen jetzt einfach mal runter nach Afrika. Ist auf jeden Fall unterirdisch. Oh, sehr schönes Feeling hier. Hier fährt auch schon wieder irgend so eine Bahn lang. Cool mit den Schildern hier. Schon nice. Boah. Heart of Africa. Das ist ja richtig schön hier, der Eingangsbereich, wenn man hier rauskommt. Moin. Mega. Abfahrt alle 30 Sekunden. Das ist cool. Das sieht echt cool hier aus. Ist halt von außen und so noch nicht viel gestaltet. Es war ja auch dazu geschrieben, Afrika ist erst zu 50% fertig. Aber du kannst ja selber auch aus Performancegründen nicht mehr bauen. Würdest du ja auch nicht empfehlen, den Zoo hier weiterzubauen. Fang lieber einen neuen an und baue ein bisschen kleiner. Dann kann man das auch ein bisschen mehr enjoyen. Das ist echt schade. Vielleicht kannst du ja viele Objekte oder Bereiche mal rauskopieren und nochmal in einen eigenen Zoo packen. Ist schon echt schön alles gemacht hier, ne? Oh, hier haben wir Hippos. Happy Hippos. Sehr cool. Aber hier sieht man schon, dass es noch nicht so ausgeschmückt ist. Das ist das, was du meintest. Erst zu 50% fertig. Boah, kommt schon, FPS. Lasst mich nicht im Stich. Werde gleich versuchen, bei dem letzten Bereich, den wir erkunden, das Ganze nochmal ein bisschen besser zum Laufen zu kriegen. Aber das Gute ist ja, wenn man zuschaut, ist das mit den FPS immer nicht ganz so schlimm, wenn man selber steuert, weil ich werde halt dadurch wirklich beeinträchtigt bei der Steuerung. Jetzt gerade merkt man das aber auch krass. Das seht ihr wahrscheinlich auch richtig krass beim Zuschauen. Tut mir wirklich leid. Video ist wahrscheinlich auch schon mega lang. Wir müssen uns echt ein bisschen beeilen. Bahnhof, Rhino, Gepard. Ja, das ist echt schön hier gemacht mit Heart of Africa. Sieht richtig cool hier aus. Ich glaube, der Afrika-Bereich würde noch richtig awesome werden. Höhle. Ich habe mich schon wieder verlaufen, das weiß ich jetzt schon. Oh! Ah, hier sind Löwen. Ich wollte gerade sagen, das sieht so ein bisschen aus wie dieser Pride Rock von König der Löwen. Dieser Felsen, wo dann die kleinen Babylöwen hochgehalten werden von. Wer ist denn der Affe noch? Das ist gerade gar nicht. Auf jeden Fall so ein Mandrill. Affe. Mal die Löwen befreien. Ja, auch sehr schön. Aber man sieht halt schon, dass die Gehege noch nicht ganz ausgeschmückt sind. Aber ich glaube, der Bereich wäre richtig cool geworden. Aber ich frage mich ja, wie du hier noch weiterbauen kannst. Wenn bei mir der ganze Zoo steht, da kann ich so gut wie gar nichts mehr machen. Also du scheinst einen echt guten PC zu haben. Das ist schon krass. Hier ist nochmal Underwater Viewing, glaube ich. Das hier bei den Hippos? Ich kann mir vorstellen, dass das die Hippos sind. Bin mir aber nicht sicher. Kommen wir hier hoch? Nee. Leider nicht.
Natürlich haben wir wieder Pech und kein Tier ist da, wenn wir mal hier unten sind. Ja gut, können wir nicht ändern. Hippo-Plansch, ja, macht aber Sinn, dass hier die Hippos sind. Hippo-Zentrum. Hier geht es auch nochmal nach oben. Wie geht es denn hier hin? Auch alles sehr schön dekoriert. Oh, cool. Wussten Sie schon. Hier haben wir nämlich mal wieder die Panzernashörner. Die sehe ich ja echt super selten, obwohl die echt coole Tiere sind. Die legen hier vor sich hin. Sehr gut. Ja, auch echt schön dekoriert alles. Ja, auch ein cooles Gehege. Aber auch hier, das ist natürlich immer ein bisschen blanko aus. Aber das ist ja halb so wild. Die Ideen sind aber wieder cool. Also ich finde das hier mit diesem Rundgang hier oben mega nice. Wenn man die Tiere wieder so gut beobachten kann. Das ist echt schon sehr cool. So, dann geht es hier wieder runter. Hier hat man dann nochmal so einen kleinen Balkon. Ach, hier sind schon die nächsten Tiere. Das müssen Spießböcke sein. Und ich weiß nicht, was das hier sind. Das sieht aus wie Gazellen. Nee, Springbock. Ich werde es nie lernen, Leute. Was hier was ist. Es hätten auch für mich Gazellen sein können. Die kann ich mir mittlerweile merken, weil die so mega lange Hörner haben, die Spießböcke. Oh, das ist auch eine schöne Statue. Sehr cool. So, geht's weiter. Hier sind auch wieder Statuen. Zebras. Hier ist noch irgendwas geplant gewesen, aber ist auch noch nicht weitergekommen. Zebras. Okay, hier sind nochmal Mitarbeiterbereiche. Lions Rock Höhle. Afrika. Hier wäre dann der Bahnhof. Auch cool. Hier geht es dann nochmal unterirdisch. Ein paar Fressenstände. Hier ist nochmal ein bisschen Wasser. Toiletten, Essen. Alles, was man braucht. Ah, und hier vorne geht es dann nochmal zu dem Pride Rock. Hier ist auch nochmal ein Löwe. Kann es gerade nicht so ganz erkennen, muss ich sagen. Hier ist nochmal eine schöne Statue. Und hier ist der Pride Rock. Können die da oben rauf? Tatsächlich. Die könnten sogar tatsächlich da oben rauf. Boah, da hätte ich aber Angst. Wenn hier ein Löwe ist, dass der irgendwie runterjumpt oder so. Ist aber cool gemacht. Coole Idee. Die sind dann zweimal so Chill Areas. Und hier kann man dann die Löwen beobachten nochmal. Haben sie gerade ange... Ich kann es halt wirklich nur angeruckelt nennen. Oh, das ist wirklich so ärgerlich. Also mich ärgert es sehr, weil der Zoo unglaublich schön ist. So. Haben wir hier, wie heißen die denn nochmal? Okapis oder so? Ist das richtig? Ah, er gibt ihn mir nicht. Baumfahren ist im Weg. Müssen wir näher ran. Okapi, oh, ich bin so gut. Guck mal, ich lerne dazu. Gut, die erkennt man eigentlich auch relativ gut. Die sind schon sehr, 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 wie nennt sich das denn? Einzigartig. Also auch hier wieder mit dem Rundgang oben drauf richtig cool, ne? Und cool gemacht. Also von hier kann man die wieder beobachten. Ich finde das immer krass, wie er das hinbekommt, dass man die von unten angucken kann, die Tiere von oben, von der Seite, beim Schlafen. Also das kriegt ihr immer so gut hin. Das ist Hammer. Mag ich aber auch richtig gerne, wenn man die von allen Seiten beobachten kann. Haben wir auf dieser Seite auch schon? Nee, auch noch nicht, ne? Guck mal, hier kann man sich auch nochmal die Spring- und Spießböcke angucken. Oha, aber ich verlaufe mich hier schon wieder. Es ist... Oh, es geht überall lang einfach mit den Wegen. Junge, Junge, Junge. Diese FPS machen mich gerade wahnsinnig. Ich hoffe, gleich im letzten Bereich kriege ich es ein bisschen besser hin. Weil jetzt hier in Afrika ist es gerade wirklich irgendwie extrem. Warum auch immer. Ich habe eigentlich alle anderen Bereiche gerade entfernt. Kann auch sein, dass da hier einfach viele Tiere sind. Ich weiß es nicht. Einzuschätzen. So. Hier ist nochmal der Pride Rock. Hier nach rechts sind wir noch gar nicht gegangen, ne? Wo geht's denn hier hin? Auch nochmal eine Aussichtsplattform. Aber welches Tier sieht man hier? Gute Frage. Oh, da unten liegt was. Oh, das sind Geparden. Kann das sein? Ja, cool. Geparden. Ja, cool. Wir gehen mal in die Außenperspektive und schauen mal von außen jetzt. Also hier waren wir gerade bei dem Lichthof. Da kommen wir noch hin. Hier sind wir da gerade in Afrika reingekommen.
Hier sind nochmal die Hippos. Oh, die Hippos können sogar von hier links nach hier rechts. Also richtig cool. Dann dieses wunderschöne Heart of Africa. Also ich fand den Moment, als wir da gerade rausgekommen sind, richtig schön. Auch eine sehr interessante, coole Brücke hier gebaut. So, hier ist dann der Pride Rock aus König der Löwen. Auch eine richtig coole Idee, dass die hier oben rauf können. Hast du denn hier irgendwas hinplatziert? Vielleicht sollte man hier nochmal so ein irgendwas hinplatzieren, irgendein Event-Teil, dass die Löwen da oben auch mal hingehen. So einen ja, Futterspender oder irgendwas. So, hier waren... Wussten sie schon, hier sind die Geparden. Die kann man dann von hier unten nochmal angucken, da waren wir jetzt leider gerade nicht. Hätten wir ihn sogar richtig gut sehen können. Ganz tolle Tiere. Dann hätte man auch mal von da oben gucken können. Haben wir hier hinten? Hier waren wir gar nicht, oder? Ach doch, hier waren die Okapis, oder wie die heißen. Ja, haben wir auch gesehen. Hier ist noch nicht fertig gewesen. Oh, hier waren wir nicht, oder? Doch, Spießböcke. Hier waren die Rhinos. Und ich glaube, das war's. Also ich glaube, wir haben hoffentlich einigermaßen alles gesehen. Jetzt gehen wir sozusagen hier nochmal zurück und gehen nochmal in das Hauptgebäude und dann gehen wir mal in den letzten Bereich. So Leute, da sind wir wieder. Und ja, hier geht's nach Afrika. Das haben wir ja gerade schon erlebt. Da würde es jetzt einfach rausgehen. Habe ich aber alles abgerissen. Das mit den Reptilien haben wir auch schon gesehen. Jetzt fehlen nämlich nur noch die Primaten. Ich hoffe, es wird jetzt einigermaßen flüssig laufen. Ich hoffe es wirklich. Aber eigentlich ist nur noch dieser Bereich vorhanden. Also ich gehe mal davon aus. Oh, direkt andere Musik, ist so toll. Auch wieder so ein schöner Eingang, ne? Also wirklich unglaublich schön. Mit dieser Musik kommt richtig Dschungelfeeling auf. Richtig cool gemacht. Mit den ganzen Lianen und so. Ah, das sieht schon toll aus. Rundgang. Hier, Rundgang oder ins Haus? Wir gehen in den Rundgang, oder? Komm, Leute, let's go. Hier haben wir auf jeden Fall die Lemuren und die Waris. Irgendwie packen die immer alle zusammen in ein Gehege, kann das sein? Wahrscheinlich synergieren die, oder? Gehen wir davon aus. Wikipedia. Ja, tatsächlich, okay. Die synergieren. Deswegen. Oh, das ist ein bisschen tief, ne? Stößt man sich in den Kopf. Ist aber cool, wenn die Affen hier direkt so über den Weg laufen. Finde ich nice. Das haben wir beim letzten Mal auch schon so ein bisschen gesehen hier. Deswegen lassen wir uns jetzt auch mal nicht so viel Zeit. Das meiste davon haben wir. Ich glaube, dieses Gehege haben wir komplett schon gesehen, ne? Hier, so viel Zeit muss sein. Ich weiß auch gerade nicht, wie lang die Folge hier ist, weil ich nehme schon wirklich um einiges länger auf, als dass ich hier spiele. Weil ich halt ständig Sachen löschen muss und so. Und beim Löschen das Spiel, das freest halt auch einfach und sowas. Weil dieser Zoo einfach so gigantisch ist. Es ist sehr, sehr schade, finde ich. Also, ich finde, dieser Zoo ist einfach so unglaublich schön, aber es ist schade, dass er so unspielbar geworden ist. Zumindest in seiner vollen Pracht. Ja, wo bin ich denn jetzt? Boah, ihr seht schon, es freest sogar so noch ab und zu. Dieser Laderuckler. Okay, wir sind jetzt hier rausgekommen. Das heißt, wir haben das erste Gehege sozusagen geschafft. Und hier wäre dann nochmal so ein Außenweg. Ich finde das auch mit diesem Nebel richtig cool, ne? Aber wir gehen mal wieder hier rein. Laufen wir in das nächste Gehege. Da haben wir nämlich eine Schimpansen oder so. Ja, auch ein Bildschirm, das leider aus. Der hängt aber auch ein bisschen im Weg, ne? Muss man sagen. Da muss man hier dieses... Wer ist das, wenn man unter der Stange durchgeht? Das müsste man da machen. Ist auch ein richtig cooler Tunnel, so mit Glas. Und die Tierchen. Wo sind die Äffchen, ist die Frage. Ich kenne Affen. Ah, hier sind Affen. Frage ist, was ist das? Sind das Schimpansen? Auf jeden Fall schnell unterwegs. Tatsächlich Schimpansen, okay. Ich finde das cool mit dem Glastunnel hier. Ist nice. Ist auch komplett neu hier mit dem Glastunnel. Schöner Wasserfall. Aber ich glaube, so Schimpansen wären auch gefährlich für einen normalen Menschen. Deswegen sollte man das schon machen. Ich finde das auch cool, dass die dann da so oben rüber klettern und so. Aber leider sind irgendwie gerade nicht viele Tiere am Start. Ich glaube, die sind irgendwie alle ausgebüxt, weil ich irgendwas abgerissen habe. Tut mir echt leid. Wo geht's denn hier hin? Es fängt an zu schneien. Nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das verhindern wir mal eben. Passt nämlich überhaupt nicht zum Affenmotto. Ah, hier ist nochmal ein Fahrradverleih. Da geht's auch nochmal hoch. Und dann geht's da zum Bahnhof. Was für eine coole Idee mit diesem
King Kong-artigen Affen das zu machen. Da geht's dann in den Bahnhof. Sehr cool. Dann geht's hier auch nochmal hoch. Wo geht's hier hin? Ah, hier geht's nochmal zu so einer Gondelfahrt. Ja, diese Fahrten kann man halt auch nicht genießen, finde ich, dadurch, dass die FPS und Freezes so enorm sind, leider. Ah, hier kommen wir zu dieser Galerie, die durch mich inspiriert ist. Das finde ich auch cool. Hier ist dann die Affenshow. Das haben wir auch schon mal gesehen, diese Gorilla-Show. Ich weiß gar nicht, waren die Schirme beim letzten Mal schon da? Finde ich auch heftig, ne? Steckt bestimmt viel Arbeit hinter so einem Schirm. 149 Teile, sogar relativ sparsam, nicht schlecht. So, hier haben wir nochmal einen wunderschönen Wasserfall. Und überall auch diese schöne Musik im Hintergrund. Ah. Das ist so ein Treppenlift. Verstehe, wie cool. Coole Idee. Hier hoch und runter. Das könnte wahrscheinlich auch aus dem Workshop sein. Habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesehen. In der Art, diesen Treppenlift. Bin ich mir aber gerade nicht sicher. Achtung, Transport. Oh, hier geht es auch nochmal rein. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hier sind wir vorne rausgekommen aus dem Lichthof, der nicht mehr vorhanden ist. Hier ist die Baustelle. Dann gehen wir mal hier rein. In den Tunnel. Ah, okay. Sind wir in so einer richtigen Viewing Gallery. Wir sind aber alle Tiere ausgebüxt, habe ich das Gefühl. Tut mir voll leid. Ah, ne, da sind sie. Gorillas sind das. Gorilla Stage. Ja, da hinten findet dann wohl die Gorilla-Show statt. Finde ich cool. Hier die Brücke, sehr interessant. Ein cooler Wasserfall. Das Licht macht auch wieder, was es will. Ja, und dann geht's hier oben zur Gorilla-Bühne, wo dann eine Gorilla-Show stattfindet. Ah, so viele coole Ideen in diesem Zoo. Der einzige Gorilla, der übrig geblieben ist. Ich glaube, ich habe die anderen alle zum Ausbruch angestiftet. Das tut mir ja gerade echt leid, aber was soll ich machen? Okay, wo bin ich denn jetzt? Ich hab mich voll verlaufen. Okay, hier geht's auch nochmal zu... Ah, ne, hier sind wir jetzt... Hä? Ey, sorry, Leute. Ich hab mich voll verlaufen. Ah, hier geht's wieder zurück. Okay. I'm sorry. Ich laufe hier gerade wie das verwirrteste Huhn überhaupt rum. So, jetzt sind wir wieder hier zurück. Jetzt gucken wir mal kurz auf das Schild. Afrika-Zentrum wollen wir nicht. Rundgang, Bahnhof, Skytour. Wir wollen eigentlich den Rundgang weitermachen. Also wir müssen ja eigentlich wieder zurück, ne? Sehe ich das richtig? Ich habe mich verlaufen. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Wir gehen jetzt hier wieder ein ganzes Stück zurück. So, wundervoll. Sprinten jetzt hier durch. Bin irgendwo falsch abgebogen. So, jetzt gucken wir nochmal. Rundgang rechts, Affenhaus. Rundgang wollen wir eigentlich machen, ne? Ja. Ah ne, den haben wir fertig, den Rundgang, glaube ich. Wir sind nämlich hier rausgekommen, das haben wir hier noch nicht gesehen. Hier ist nochmal eine schöne Toilette. Und was zu essen. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich in bestimmte Richtungen gucke, dass das Spiel freest. Irgendwas scheint da zu sein. Aber hier ist auch nochmal ein wunderschöner Spielplatz. Richtig cool. Hier geht's nochmal rein. Wo sind wir denn jetzt? Oh, hier sind die ganzen Affen. Die sind anscheinend doch nicht ausgebüxt. Also hier sind die Gorillas. Chillen hier so ein bisschen. Da sitzt er auch. Sieht voll so aus, als wenn er schmollt und in der Ecke sitzt. Alles gut? Nee. Anscheinend nicht. Ich glaube, er weint. Lassen wir ihn mal in Ruhe. So, was hatten wir hier? War das Schimpansengehege mit diesem coolen Tunnel, ne? Also mit den Tunneln finde ich eine mega coole Idee. Das sieht auch hier drin richtig schön aus. Richtig schön gestaltet. Da sehen wir nochmal was. Ah, das sind Uran-Utans. Die chillen hier auch ein bisschen ihr Leben. Auf dieser Seite. Ah, hier haben wir die Waris und Katas. Sehr cool. Ja, mit dem Nebel, das ist schon toll. Das ist sehr atmosphärisch. Ah, hier sind wir gerade reingegangen. Ich glaube, jetzt haben wir das durch, oder? Ja, Exit. Okay. Also der Rundgang hat wirklich funktioniert. Ich habe ihn nur falsch gemacht, leider. Wir fliegen nochmal eben da einmal rüber. Also da, so sieht das Ganze von oben aus.
Hier war das mit den Gorillen und dann sind wir einmal hier rum außen rum gegangen. Sehr, sehr cooler letzter Bereich, hat mir sehr gut gefallen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt, laden jetzt nochmal den Zoo und gucken mal, ob wir den uns von oben nochmal im Gesamtbild angucken können. Und da seht ihr den gesamten Zoo nochmal von oben und der ist wirklich mega gigantisch und detailreich. Ihr habt da richtig viel Mühe und Arbeit reingesteckt. Ist halt schade, dass es das Spiel so ein bisschen an die Grenzen getrieben hat. Ihr habt sogar so ein cooles Flugzeug hier gebaut. Ihr habt auch alles von oben benannt und beschildert. Das finde ich mega cool. Also ihr seht ja zum Beispiel Open Lands oder Wüste Puna. Hier hat wirklich alles ist durchdacht und geplant und richtig detailreich und richtig cool gebaut. Also ist auf jeden Fall einer der besten Zoos, die ich hier je eingesendet bekommen habe. Natürlich ist er leider ein bisschen zu groß geworden. Also das Spiel macht es performance-technisch leider gar nicht mehr mit. Man kann auch nichts mehr rausholen mit irgendwelchen Grafikeinstellungen und sowas, was sehr, sehr schade ist. Das heißt, der Zoo ist quasi jetzt fast, also ist nicht mal fertig, aber er ist so gut wie unspielbar. Und das ist einfach echt traurig. Ich hoffe, es kommt bald nochmal ein Performance-Update für Planet Zoo, dass solche Zoos dann auch nochmal weiter bebaut werden können. Aber ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal einen Zoo baut und einschickt, dann baut lieber klein und fein. Also baut wirklich zum Beispiel nur diesen Asia-Bereich oder sowas. Das würde ja auch als Zoo völlig ausreichen zur Besichtigung. Dann könnt ihr wirklich da viel Liebe zum Detail reinstecken und dann ruckelt es hoffentlich nicht so. Ist natürlich cool, wenn man dann eben einen großen Zoo hat mit allen Bereichen und so. Aber da das Spiel das performance-technisch leider nicht mitmacht, ist das leider nicht machbar. Aber trotzdem, also Jumanji Wildlife war richtig cool, hat mir richtig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an dich, Jesse und Fabi. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo Jumanji Wildlife fandet. Und falls euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.